vorletzten Sonntag ist etwas passiert, an das ich wirklich gar nicht mehr geglaubt habe. Nach über 10 Monaten des Wartens habe ich endlich eine Tesla-WIN bekommen. Und die Freude war natürlich erstmal unfassbar groß. Ich habe wirklich nicht mehr dran geglaubt. Ich bin felsenfest davon ausgegangen, dass das vor Februar 23 nichts wird. Ja, umso größer war erstmal die Freude darüber, dass ich die WIN bekommen habe. Und dann hat man natürlich erstmal alle Leute angerufen und sich ganz doll gefreut. Und dann kam irgendwann die Frage, was denn jetzt eigentlich noch kommt, also was muss ich denn jetzt eigentlich alles noch tun? Ist ja nicht so, als hätte man 10 Monate Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten. Aber naja, genau darum soll es nämlich in diesem Video gehen. Ne? Welche Sachen man noch tun sollte, / müsste oder sich zumindest Gedanken um ein paar Punkte machen sollte, nachdem man seine Tesla-WIN bekommen hat. Ja, darüber möchte ich euch in diesem Video ein bisschen was erzählen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und ja, viel Spaß bei Tofi elektrisiert. Bevor es mit meinen Tipps losgeht, vielleicht noch mal 2, 3 Worte für die Nicht-Tesla-Fahrer oder Nicht-Tesla-Interessierten, warum das so eine große Sache ist, wenn man eine WIN bekommt. Vergleichen wir es mal mit dem Bestellprozess beim klassischen Hersteller. Da drückt man auf Bestellen, beziehungsweise geht eher ins Autohaus und bestellt da. Dann wartet man und dann wird irgendwann ein sogenannter Produktionsplatz für einen reserviert. Also, dass ein Slot eingeplant wird, wo genau das Auto hergestellt wird, was man bestellt hat. Nachdem das Auto bestellt wird, kommt es entsprechend auf den Lieferwagen, ins Autohaus und wird irgendwann übergeben. Aber das Wichtige ist, sobald der Produktionsslot reserviert ist, weiß man nicht ganz genau und zu jeder Zeit, wo ist mein Auto und wann bekomme ich mein Auto. Das ist bei Tesla ein bisschen anders. Da wird produziert. Dann werden die Autos auf ein Schiff verladen. Und wenn das Schiff schon ein bisschen unterwegs ist, dann wird quasi geguckt, okay, welche Autos stehen jetzt auf dem Schiff und wer wartet quasi gerade noch in welcher Reihenfolge auf dem Auto. Und dann wird das Ganze gematcht. Also der in erster Position in der Warteschlange ist für, sagen wir mal, ein weißes Model 3 mit 18 Zoll Felgen, kriegt einen zugewiesen. Dann der zweite auf der Liste, der dritte. Und wenn, sagen wir mal, es sind 100 Schiffe in der Konfiguration auf dem Auto, dann kriegen die ersten 100 in dieser Liste ein Auto und der 101er muss warten, bis das nächste Schiff quasi ablegt. Das ist so die Reihenfolge bei Tesla und deswegen ist das so eine große Sache, wenn man seine WIN bekommt, dann weiß man nämlich, okay, jetzt wird es wirklich konkret, jetzt kriege ich ein Auto, was gerade auf dem Weg nach Deutschland ist. Kommen wir nun zu den Tipps, die ja für mich dann doch zu erledigen waren, als ich diese WIN bekommen habe. Und wir fangen damit an, dass das Auto erstmal bezahlt werden muss. Man kriegt dann im Rahmen dieser WIN-Vergabe auch eine sogenannte Abschlussrechnung. Da steht dann entsprechend der Betrag drauf, den man bezahlen muss. Und was dann noch relevant ist, man hat nur 3 Tage Zeit, um den gesamten Rechnungsbetrag zu überweisen. Man kann auch nur überweisen. Das ist natürlich ein relativ kurzer Zeitraum, gerade wenn man mal überlegt, dass es da um mehrere 10.000 Euro gibt, gibt einem Tesla wirklich nur diese 3 Tage Zeit, um ja, das Geld zu überweisen. Im Vorfeld kriegt man immer schon gesagt, oh, man soll zusehen, dass man ein bisschen liquide ist, dass man das Geld auch wirklich überweisen kann. Inwiefern Tesla an diesen 3 Tagen festhält, also ich glaube nicht, dass man, wenn man im 4. Tag ist, das Auto einem sofort weggestrichen wird, sondern die werden erstmal anrufen, nachfragen, oh, wo denn das Geld bleibt. Aber ich habe auch schon im Forum gelesen, so länger als eine Woche sollte man diese Frist auf jeden Fall nicht überziehen. Dann kann es einem wirklich passieren, dass einem Tesla nämlich diese WIN wieder entzieht und dann den nächsten gibt und dann muss man sich quasi wieder komplett hinten anstellen. Warum ist das aber eigentlich so ein Punkt, auf den man achten muss? Das hat was damit zu tun, dass man in der Regel solche großen Geldbeträge nicht einfach so mit einmal überweisen kann, sondern man hat, zumindest das bei mir so, ein gewisses Überweisungslimit, was denn für diese Bezahlung entsprechend hochgesetzt werden müsste. Was ich dabei interessant fand, ich wollte es zuerst, also ich habe die WIN ja an einem Sonntag bekommen und hätte das am liebsten noch sofort überwiesen, aber ich konnte mein eigenes Limit beim Online-Banking nur bis 25.000 Euro hochstellen und damit diesen Gesamtbetrag, den ich nun offen hatte, nicht mit einmal bezahlen. Dafür musste ich wirklich bei meiner Sparkasse anrufen und mit meinem persönlichen Berater quasi ein Gespräch führen. Und in diesem Rahmen wurde mir dann das freigeschaltet, dass ich die Summe mit einmal überweisen konnte. Ist natürlich an sich keine große Sache, das Geld gehört einem ja, es ist nur eben ein formeller Akt, dass man das entsprechend freischalten muss. Man muss es eben nur in Kombination mit diesen 3 Tagen so ein bisschen auf dem Schirm haben, dass man eben ja, da in der Regel diesen Anruf tätigen muss. Ja, das zweite Thema, was mich dann ja, sehr beschäftigt hat und worauf man achten muss, gerade wenn es wie jetzt
Winter ist, ist das Thema Reifen. Tesla liefert nur auf Sommerreifen entsprechend aus. Man kann natürlich Winterreifen mit Felge dazu kaufen, ist aber relativ teuer. Und ich wollte gerne Allwetterreifen bei mir draufziehen lassen und habe dann so ein bisschen geguckt, was kann man da quasi denn nehmen. Also erstmal beim Tesla Model 3 Standard Range mit 18 Zoll hat man eine Reifengröße von 235, 45, R18, also 18 Zoll und 98J. Ja, das ist die Größe, für die man dann eben Allwetterreifen braucht. Aber nur mal, welche Reifen für mich interessant waren, das war der Michelin Cross Climate 2, der Continental All Season Contact, der Hankook H750 Kingsey 4S2 und der Goodyear Vector 4 Season Gen 3. Ja, ich habe dann da wirklich lange recherchiert und geguckt und der Hankook hatte mir zuerst ganz gut gefallen. Da haben aber viele geschrieben im Testerforum, dass das zum Poltern drin ist. Da war der für mich dann irgendwie raus durch. Dann fand ich den Goodyear eigentlich auch ganz interessant, aber da ja, hat man dann auch wiederum so eher Gemischtes von gelesen. Und dann war eigentlich die Wahl zwischen dem Michelin Cross Climate 2 und dem Continental All-Season Contact. Und da habe ich dann ein bisschen genauer zu recherchiert. Und beim Michelin ist es wohl so, dass der auf dem Sommerreifen basiert. Und der Continental eigentlich wie klassisch Allwetterreifen eher auf dem Winterreifen basiert. Und naja, dann hatte ich mir mal mein Fahrprofil ein bisschen genauer angeguckt und wir wohnen ja im Harz, das heißt, da muss man schon damit rechnen, dass man Schnee hat und es sind etwas schwierigere Bedingungen. Und deswegen ist da die Wahl für mich auf den Continental gefallen. Ja, das wäre ein Thema, da würde mich mal wirklich interessieren, für welchen Allwetterreifen, wenn ihr Allwetterreifen habt, für welchen ihr euch entschieden habt, ob ihr überhaupt Allwetterreifen nehmt oder ob ihr ganz klassisch Sommer-Winterreifen nehmt, schreibt es doch mal gerne unten in die Kommentare. Und vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung bei diesen ganzen Marken, die ich genannt habe, das ist alles meine persönliche Meinung, das ist auch keine Werbung in irgendeiner Art und Weise, sondern einfach nur mein Gedankenprozess und warum ich mich im Ende für die Continental entschieden habe. Ja, das dritte Thema ist das Thema Versicherung, Kfz-Versicherung. Ist natürlich ein Thema, mit dem sich wirklich jeder auseinandersetzen muss. Da will ich es kurz machen. Wieder keine Produktempfehlung in irgendeiner Art und Weise, sondern nur meine persönliche Meinung. Ich werde zur HUK24 wechseln, weil die für mich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Also es gibt ja ganz klassisch verschiedene Bausteine, die man dazu nehmen kann. Für mich ist zum Beispiel ganz wichtig, dass man Lawinenschutz mit drin hat und einen Rabattschutz. Und da komme ich eben mit der HUK24 von allen, die ich verglichen habe, zu dem besten Preis-Leistungs-Ergebnis. Und von daher habe ich mich da für die HUK24 als Versicherung für den Tesla entschieden. Ja, und das letzte Thema, was man auf dem Schirm haben sollte, nachdem man die Versicherung dennoch abgeschlossen hat, ist das Thema der Zulassung. Ist bei Tesla so, dass sie keinen Zulassungsservice anbieten, wie ich das zum Beispiel von VW kenne, sondern da muss man wirklich selber zur Zulassungsstelle gehen und das Auto anmelden. Ja, was man da jetzt in der Jahreszeit aktuell beachten muss, ist natürlich die Weihnachtsferienzeit. Also viele Zulassungsstellen werden eben vom Weihnachten bis zum neuen Jahr entsprechend zuhaben, was natürlich eine gewisse Problematik sein kann wegen den ganzen Förderprämien, weil um dass man die BAFA-Prämie als auch die THG-Quote beantragen kann, muss das Auto eben zugelassen sein und dafür muss natürlich auch die Zulassungsstelle offen sein. Das heißt, da sollte man darauf achten, dass man eben auch noch einen Termin in diesem Jahr bekommt, um dass man diese beiden Prämien auch entsprechend beantragen kann. Ja, das waren eigentlich auch die vier Tipps, über die ich reden wollte und möchte jetzt eigentlich abschließen mit einem etwas ärgerlichen Thema oder eins, was tendenziell ärgerlich werden könnte. Und das ist die Tatsache, dass jetzt vor 2 Tagen bekannt geworden ist, dass Tesla
wieder Radar ab Januar in ihre Autos einbauen wird. Also ein bisschen als Hintergrund. Bei Tesla ist ja das ganze Thema autonomes Fahren von einer großen Bedeutung. Und da hat Tesla vor, ich glaube, einem halben Jahr ungefähr gesagt, dass sie auf Radarsensoren verzichten, weil das eigentlich nur deren Technologie mehr stört, als dass es Vorteile bringt, und haben Radar aufgehört, in ihren Autos zu verbauen und nur auf kamerabasierte Systeme zu gehen, und haben eben gesagt, man braucht auch nichts anderes. Unsere Augen sehen ja auch und wir fahren ja nach unseren Augen, also imitieren quasi Kameras das, was wir mit unseren Augen sehen können, und der Straßenverkehr ist ja auch auf visuelle Sicht aufgebaut, also braucht man keine anderen Sensoren als Kameras, um dieses ganze Thema autonomes Fahren auch realisieren zu können. Haben dann entsprechend aufgehört, die Radarsensoren zu verbauen. Und jetzt ist eben bekannt geworden, dass sie da wieder einen Rückzieher machen werden und ab Mitte Januar wieder Radar oder HD-Radar in ihren Autos verbauen wollen. Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn man jetzt gerade ein Auto bekommt, was nicht diese Radarsensoren verbaut hat, und in quasi ja einem Monat die Autos wieder kommen mit Radarsensoren. Ob das nun krasse Auswirkungen auf dieses ganze Autopilot-Thema direkt haben wird, weiß man natürlich nicht. Aber es wäre halt unfassbar ärgerlich, wenn es so ist, weil man hat ja gerade ein Auto gekauft, wo man erwartet, es hat den neuesten Stand der Technik, wenn man einen Neuwagen kauft. Und dann kommt einen Monat später in Anführungsstrichen ein Update raus, und dann hat man ja nicht mehr das Neueste. Das ist halt schon irgendwo ein bisschen ärgerlich. Es ist ja, als wenn man ein iPhone kauft und zwei Wochen später gibt es eine Apple-Präsentation und es gibt den Nachfolger. Und man hat für den vollen Preis noch das alte gekauft. Ja, und das war es eigentlich schon, was ich erzählen wollte. Und das waren jetzt 4 Tipps, die relevant sind, wenn man denn eine Win bekommen hat. Und ein bisschen ärgerliches Thema. Vielleicht hat es dem einen oder anderen ein bisschen was gebracht und er konnte einen Tipp aus dem Ganzen rausholen oder daran denken, oh okay, jetzt muss ich nochmal ganz schnell einen Zulassungstermin ausmachen, weil wer weiß, ob meine Zulassungsstelle offen hat. Würde ich mich eben darüber freuen, wenn ihr das Video liken würdet, und wenn ihr ein Abo dalassen würdet, wäre das ganz, ganz lieb. Ja, ansonsten wünsche ich allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei Tovi Elektrisiert.